Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Da sind wir nun. Das letzte Mal haben wir einiges getan. Darunter haben wir einfach mal den Hubschrauber in die Luft gejagt. Also den bereits kaputten Hubschrauber. Mit dem Ziel, dass wir da durchkommen. Und das machen wir jetzt. Glück, dass der Boden noch hält. Okay, der Tür geht's noch gut. So, wo sind wir hier? Ganz neu, das ist jetzt wieder Claire-exklusiv, kann man sagen. Das ist ganz frisch. Oh, da liegt jemand. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Iron? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please, I'd really like to be alone now. Okay, Freunde, wir haben den berühmt-berüchtigten, wobei berühmt eher durch negative Schlagzeilen, Polizeichef Irons kennengelernt. Und das ist doch schon mal irgendwie krass, beziehungsweise nee, eher krank, wie er da von der Tochter gesprochen hat, die da tot auf seinem Schreibtisch liegt. Also der Typ, ich weiß ja nicht. Please, I'd really like to be alone now. Und jetzt macht er hier einen auf sentimental und... Oh Mann. Okay, ganz komischer Kauz, der Kerl. Nicht nur von den Erzählungen, auch in echt wirkt er ziemlich daneben. Na gut, lassen wir ihn in Ruhe und schauen uns weiter um hier. Aber hier gibt es anscheinend nichts Spannendes mehr, deswegen würde ich vorschlagen... Oder da vielleicht Schreibtisch, Türchen, irgendwas öffnen? Nein? Gut, dann gehen wir gleich durch die Tür. Oder steht da was Wichtiges? Nein. In der Ecke ist auch kein Item versteckt. Na gut. Wow. Ein ausgestopfter Tiger. Ja, er steht ja an... Ich kann sowas überhaupt nicht leiden. Verdammt großer Tiger, ey. Oh, ich weiß noch, als Kind hatte ich so Angst an dieser Stelle. Ich habe immer irgendwie Angst gehabt, dass der Tiger gleich sich bewegt oder irgend sowas. Hab voll Schiss bekommen in diesem Raum, beziehungsweise Gang. Naja. Sehr bedrohlich, irgendwie. Im Spiel traut man ja alles zu. Ausgestopft hin oder her. Aber nein, es ist einfach nur ein ruhiger, kleiner Gang. Wir haben Schritte gehört. Verschiedene Kunstobjekte. Aber nichts dabei, was mir gefällt. Schon wieder, da läuft jemand von uns davon. Eindeutig. Ein Kelch, nichts Außergewöhnliches. Ich gehe absichtlich erstmal in die Richtung, will gucken. Okay, da ist auch nichts.
Nichts. Sie sind in sehr gutem Zustand. Okay, jetzt sind wir einmal außen rum gelatscht. Jetzt können wir mal weitermachen. Bisschen dunkel hier, ha? Huh? Zum Glück gibt's ja einen Lichtschalter. Das ist ein Schalter. Ach, schon viel besser. Schauen wir uns um. Das Tagebuch der Sekretärin B. 8. Juni. Als ich heute das Zimmer des Chefs aufgeräumt habe, kam er plötzlich mit hochrotem Kopf hereingestürmt. Ich arbeite hier erst seit 2 Monaten, aber das war schon das 2. Mal, dass ich ihn so erlebt habe. Das letzte Mal war er so wütend, als ich die Statue angerempelt habe, aber diesmal hat er sich sogar noch schlimmer aufgeregt. Einen Moment lang hatte ich wirklich Angst, er würde mich schlagen. 15. Juni. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, was der Chef die ganze Zeit verheimlicht hat. Wenn er herausfindet, dass ich es weiß, ist mein Leben in ernster Gefahr. Es wird schon spät. Ich muss mich jetzt wohl von Tag zu Tag durchschlagen. Warum glaube ich, dass sie das nicht lange geschafft hat? Naja. Wait. Let me go! Easy, easy there! I'm not a zombie! You're safe now. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant. Near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is. But I saw it, much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Ja, dieses monströse, dieses monströse Geschrei, das kennen wir natürlich noch aus der Leon-Kampagne. Wir wissen ganz genau, wer das ist. Und ja, die Kleine, die uns mal wieder abgehauen ist, die heißt Sherry. Und ich habe ja versucht, nicht zu spoilern, aber ich sag's jetzt einfach noch einmal. Beziehungsweise jetzt können sich eh die meisten denken, ja, das ist die Sherry aus Resident Evil 6. So, und da war Munition drin, da habe ich mir jetzt gerade ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, Munition ist ja auch ganz nett, ne? Gut. Tja, dann rennen wir dem Mädel halt wieder hinterher. Wahrscheinlich ist er jetzt rausgerannt, aber pass auf, da ist so ein verrückter Schief. Und dem ist nicht zu trauen. Da wäre mir ein normaler Zombie jedenfalls lieber. Okay, wieder da durch. Okay, ich war gerade sehr angespannt. Ich hätte jetzt schwören können, da hier passiert was, aber okay. Ich hätte echt gedacht, dass hier Mr. Typi kommt. Also in der B-Variante, dass da Mr. X kommt, aber nein. Er kommt nicht. Ich beschwere mich nicht. Oh. Chief? Na super, da kann man sich ja jetzt sonst was denken. Ey, der hat wahrscheinlich gesehen, wie da ein Mädchen durchrennt und er ihr gleich hinterher, oder wie, oder was. Unschön. So, was hat er denn da hinterlassen? Der Herzschlüssel, Mensch, dann haben wir ihn ja schon. Wahnsinn, so schnell geht das. Dann schauen wir mal, was er da noch hat. Oho, das Tagebuch des Polizeichefs, das könnte interessant werden. 23. September. Alles ist vorbei. Diese Schwachköpfe von Umbrella haben es wirklich geschafft. Trotz all ihrer großen Versprechungen haben sie meine Stadt zerstört. Bald werden die Straßen verseucht sein und mit diesen Zombies. Und ich befürchte langsam, dass ich es selbst noch infiziert sein könnte. Wenn das stimmt, bringe ich jeden in der Stadt um.
Wow, das ist ja mal ein Ansatz. 24. September. Wie geplant konnte ich unter den anderen Polizisten etwas für Verwirrung stiften. Ich habe dafür gesorgt, dass ihnen niemand von draußen zu Hilfe kommen kann. Dank der Verzögerungen bei den Polizeiaktionen hat niemand mehr eine Chance, lebend aus der Stadt herauszukommen. Und ich habe persönlich dafür gesorgt, dass auch alle Fluchtwege aus dem Revier heraus abgeriegelt sind. Es gibt immer noch ein paar Überlebende, die durch die unteren Geschosse entkommen wollen, aber ich werde schon dafür sorgen, dass niemand hier lebend rauskommt. 26. September. Ich habe meine Meinung in Bezug auf die letzten Überlebenden hier im Revier geändert. Ich habe nämlich beschlossen, sie persönlich zur Strecke zu bringen. Vor weniger als einer Stunde habe ich Ed und hinten ins Herz geschossen. Ich habe zugesehen, wie es ihn in einer Blutlache von Schmerzen gekrümmt hat. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war einfach göttlich. Er starb mit weit aufgerissenen Augen, die mich fassungslos anstarrten. Einfach herrlich. Obwohl die Tochter des Bürgermeisters noch am Leben ist, ich habe sie entkommen lassen, um mir später das Vergnügen zu gönnen, sie zu jagen. Ich werde meine jüngste Trophäe genießen, ja, eingefroren auf ewig in der Haltung, die ich für sie aussuchen werde. Das ist also wirklich mit ihr passiert. Meine Fresse, wie krank. Unter dem Bild ist ein Knopf. Wollen Sie draufdrücken? Yo! Schaut euch das an. Das Opfer stirbt durch die Kralle des Jaguars. Blut wird zur Schlange, die die Erde vergiftet. Ein Adler glänzt gebadet im Blut. Und es öffnet sich das Tor zur Unterwelt. Sehr interessant. Tja, da haben wir unsere drei quadratischen Vertiefungen. Aber wer aufgepasst hat, der weiß, dass wir erst... lasst mich nicht lügen, 2,5 haben. Es fehlt uns noch eine kleine Hälfte, damit wir hier in die Unterwelt können, wie so schön ausgedrückt. Aber das ist vielleicht gar kein Problem. Schließlich haben wir ja jetzt einen Herzschlüssel. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder speichern. Obwohl speichern... Ich habe vor diesem Part habe ich gespeichert, ohne dass ihr das mitbekommen habt. Deswegen ist Speichern eigentlich noch gar nicht so notwendig. Viel notwendiger wäre es zu wissen, wo der Herzschlüssel benutzt werden soll. Deswegen gucke ich jetzt mal auf meine schlaue Karte. Ich glaube, ich mache es ungern, aber ich glaube, wir müssen in den hässlichen Keller. Ja. Da ist auch noch eins offen, aber da war der Kreuzschlüssel, da bin ich mir ganz sicher. Die geht noch nicht auf. Ich habe keine Karte vom Keller, sehe ich gerade. Das ist natürlich blöd. Muss ich erstmal überlegen, wie kam ich nochmal in den Keller? Das Kellergewölbe in diesem Gang. Ah, hilft nichts. Ich muss mich einfach nochmal umgucken hier in dem rechten Flügel. Da war das irgendwo. Und da es in den Keller geht, habe ich doch große Lust nochmal zu speichern. Das ist nämlich gar nicht gemütlich, das wisst ihr selbst. Da kommt auch... Ah, doch, da kommt ein Speicherpunkt, aber bis ich zu dem komme, bin ich vielleicht schon tot. Ich vermute, dass es hier dann mit Lickern weitergeht. Und da muss ich mich auch fragen, ob diese zwei Schuss noch ausreichen. Ja gut, den Rest versuche ich dann halt wirklich so mal damit zu treffen, auch wenn ich da sehr ungeübt bin. So, mal gucken, ob ich überhaupt recht habe. Haben wir wirklich schon 2,5 Latten? Ja, ne? 1, 2, also ja. Alles klar. Ich darf noch 5-mal speichern, also sollte es echt nicht übertreiben. Aber gut, ich will das jetzt wirklich vom Keller machen. Ja, vielleicht versteht ihr jetzt schon ein bisschen, warum ich die Claire-Story ein bisschen mehr mag. Weil, weiß nicht. Das mit dem Polizeichef und dem kleinen Mädchen Sherry fand ich persönlich ein bisschen spannender. Ich sag so auf bisschen, egal. Finde ich spannender wie die Sache mit Ada und Leon. Viel mehr kam da ja eigentlich nicht rum. Gut, das, die Sache mit dem Journalisten noch. Aber nee, das hat mich nicht alles so geflasht wie das hier. So, die Muni kann natürlich auch wieder weg. Und so sollte es weitergehen. Ich überlege gerade, ob ich noch einmal Heilung einstecke. Ist mir gerade ein bisschen zu riskant, wenn ich jetzt gleich echt Licker bekomme. Das geht so schnell und dann ist man wieder ganz schön in Gefahr. Jetzt habe ich zwar wenige Plätze frei, aber ich glaube, der Herzschlüssel, der wird nicht lange im Inventar sein.
Gut, los geht's. Jetzt muss ich überlegen. Was wird's bringen, wenn ich da hinten links... Was war da nochmal? Wenn ich da hinten links... Das könnte sogar richtig sein. Da gehen wir mal lang. Ich werde jetzt einfach ein bisschen rumsuchen. So. Hier könnte mein Freund rumlungern, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich glaube, da hinten links. Mensch, was war denn das nochmal für ein großer Raum? Muss ich da nochmal hin? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Nee, da komme ich doch nur... Genau, nee, das bringt mir nichts. Das bringt mir schon mal nichts. Wie komme ich nochmal in dieses... in diesen Keller? Wo war dieser Flur? Habe ich gerade einen kleinen Blackout, muss ich zugeben. Habe ich bei dem vor lauter Eile... Nee, habe ich nicht. Gut. Das ist gut. Oh, wir kommen ja gar nicht mehr zurück. Wusste ich gar nicht mehr. Okay. Ja gut, das schließt wenigstens das schon mal aus. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Ich glaube, ich weiß es. Dann ist es doch ganz gut, wenn wir hier runtergehen. War doch hier irgendwie dann... So, dann da runter. So, und jetzt mal schauen. Okay, hier sind nach wie vor die Zombies tot wieder. Das finde ich super. Gut. Jetzt hier lang. Ja, da ist es doch. Nutzlos, ablegen, danke. Das war der Ort, wo ich hin wollte. Wo ich noch nicht war. So, und das... Ja. Erstens mal, Armbrust ist geil. Aber wirklich nur gegen Zombies. Ich weiß nicht. Ich treffe einfach nicht gegen diese... Sag mal, deinen... anderen Viecher. Und was euch auffällt, es werden immer drei Bolzen auf einmal geschossen. Das kann ich auch nicht umstellen. Deswegen ist das eigentlich relativ wenig Munition, die wir da haben. Ich würde gern was sehen. Okay, dachte ich es mir doch. Und das müsste der Raum sein, wo ihr gemeint habt, einen leben lassen. Ansonsten kommen die immer und immer wieder. Danke für den Tipp. Ich wusste das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann das jetzt auch umsetzen. Einen höre ich auf jeden Fall noch schlappen. Okay, es sind eh noch genug da. Schön. Ja, das ist der Nachteil, wenn man nichts sieht erstens, sondern... So, aber die sind... Doch, die sind tot. Die sind tot. Jetzt lebt nur noch einer und ich werde es bei dem einen belassen. So wie ihr es mir gesagt habt, ansonsten ist die ganze Bude wieder voll. Das muss ja nicht sein. Kann natürlich passieren, dass er uns dafür ab und zu mal beißt. Aber ich denke, gerade wenn wir das an der Stelle ausnutzen, ist das doch relativ harmlos. Super. Gut, vielleicht finden wir auch mal wieder so ein Kabel. Oh, Säurepatronen. Cool, das ist ja... Das kommt ja super gerade. Vielleicht finden wir wieder so ein Kabel, um das mal wieder dicht zu machen. Wer weiß... Verschlossen, kreuzen. So, dala. Und die sind ja auch schön langsam. Ab in den grausamen Keller. So. Ob hier wieder Hundis sind? Ich kann meines Wissens nach gleiche Munition unendlich viel stacken in den Granatwerfer. Ja, das sind es auf einmal 8. Ist doch geil, oder? So, und hier werden wir das Ganze mal kombinieren. Tja, viel Schuss sind es eigentlich nicht mehr. Schön. Ich höre nichts. Und das ist super. Ich höre weder Hundegetapsel noch Snickergehäschel. Aber ich habe einen Zombie-Stöhnen gehört, glaube ich. Das ist absolut im grünen Bereich. Finde ich toll.
Sei denn, er steht direkt vor mir gleich. Okay, tut er nicht. Das ist jetzt fies. Hi, das war so klar. Leckt mich doch. Aber nee, das gönne ich euch auch nicht. Okay, ich sehe nix. Was mache ich denn? Ich sehe gar nichts. Ach, toll. Ich wusste nicht, wo ich hinziele. Witzbolde. So. Der ist tot. Der kriegt jetzt auch noch eins auf die Arme. Ach, schön, wie sie da aber auch zielt, ne? Also hier darf man wieder alles töten, da bin ich mir ziemlich sicher. Da zieht sie auch immer so schön auf den Kopf, finde ich. Das macht sie richtig toll. Meine Claire. Da hinten steht noch einer, ganz gemütlich. Habe ich noch Muni? Ja, für den einen reicht es noch. Ist der echt tot? Ich sehe keine Blutlache. Hallo? Okay, er ist tot. So, dann wollen wir uns dem etwas schüchternen Zombie mal annähern. Und ihm leider mitteilen, dass das mit uns auch nichts wird. Ah! Das war fail. Warte mal, sieht man das nicht so gut, finde ich. Naja. Jetzt aber. Bist du tot? Ja. Okay, Freunde. Der Keller. Ich freue mich natürlich schon wie ein kleines Kind darauf, wenn wir das hier öffnen können. Da gibt es ja dann die Goodies, die wir extra für Claire liegen gelassen haben. Der Kartenleser hat keinen Strom, aber auch Essie muss die Karte wahrscheinlich finden, beziehungsweise, ja, Waffenlager. Elektronisch verriegelt. Links sehen Sie einen Kartenleser. Ja, ja, das weiß ich doch. Gut, ich will dann gleich mal in die Zombie-Hölle gehen, wobei das kann ich wahrscheinlich nicht, weil ich keinen Schlüssel habe. Autopsieraum verschlossen. Kreuz. Ja, das wird ein kurzer Besuch, wenn das so weitergeht. Ah, die Tür geht. Na super, aber das sind Hundis. Und das ist mir mit der Armbrust sehr unangenehm. Ich werde diesen Raum später machen. Denn da verschieße ich mich ständig. Da bin ich mir ganz sicher. Aber da unten gab es ja auch noch, glaube ich, irgendwo einen Lagerraum, zu dem wir jetzt eh gleich müssen. Erstmal schauen, was hier war. Ah, der Maschinenraum, okay. Gut, noch mehr Heilung. Ist gerade ein bisschen übertrieben, aber bitte. Warum nicht? Zur Not wird gemixt. Ja, und nach dem Kelleraufenthalt kann ich dann auch gleich wieder auf die normale Munition wechseln. Das geht schneller, als man denkt mit dem Pfeilen. Aber gegen Zombies echt geil. Wenn sie treffen, dann tut es schon weh. Notstrom-Schalltafel. Sie können die Energie mit diesen 5 Schaltern in unterversorgte Bereiche umleiten. Wenn Sie die gesamte Energie nutzen, könnte das zu einem Kurzschluss und Stromausfall führen. Das Spielchen kennen wir natürlich noch, also machen wir es noch einmal. Wir gehen erstmal hoch. 36 hoch. Nochmal hoch. 72. Jetzt gehen wir runter. Einmal 14. Und nochmal runter. Und hoch. Energie in Ordnung. Wir kriegen unsere Leckerlis. Nee, erst wenn wir die Karte haben, ne? Schade. Oh, ich freue mich immer zu früh. Das Kartenlesegerät ist jetzt da, aber hat noch nicht meine Karte. So, jetzt haben wir auch eine Karte vom Keller. Sehr kartenreicher Part heute. Sonst noch was? Nein? Sicher? Claire, denk mal über alles ganz genau nach. Okay, sie ist sicher. Gut. Einen Weg haben wir ja noch. Meine Goodies müssen leider noch ein bisschen auf mich warten. Der Parkplatz, das war natürlich eine wichtige Szene für Leon, da hat er zum ersten Mal Ada kennengelernt. Bei uns läuft das wahrscheinlich ein bisschen anders ab.
So, wenigstens ist hier alles ruhig. Mhm. Leon hinkt anscheinend noch hinterher, denn da ist immer noch das Fahrzeug, das diese eine Tür versperrt. Scheint zumindest so, ja. Mensch, Leon und Ada, machen mal hinne hier. Nicht die ganze Zeit hier so halb am Flirten, sondern mal schaffen was. Ich muss weiterkommen. Naja, gut. Ja, jetzt reicht es endgültig mit Kräutern. Meint ihr nicht? Ich kann nicht mehr weitergehen. Shit, ich glaube, ich musste den Hund, die ist... Shit. Ne, da wächst sich erst die Waffe. Und das werden wir dann erst das nächste Mal machen. Sorry, Leute. Aber das ist mir zu blöd mit der Armbrust. Hunde, ne. Das ist ja noch schlimmer wie Licker, die damit zu treffen. Zumindest bei meinen Skills. Aber halb so schlimm. Beziehungsweise ist es doch ein bisschen nervig jetzt da... Ach nee, ich gehe jetzt schnell speichern. Komm, was soll's. Oh, speichern ist gerade blöd. Speichern ist eigentlich total unsinnig gerade. Na gut, Freunde, ich werde noch weiterspielen an der Stelle. Wir speichern nicht, aber der Part endet trotzdem für euch. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 2. Und da sind wir wieder zurück zu Resident Evil 2. Es geht weiter. Wir sind immer noch im Keller. Und ich habe ein Hundeproblem. Vor allem, ich habe ein Hundemunitionsproblem. Ich würde am liebsten die Waffe einfach nur wechseln und speichern und dann das Ganze probieren. Aber nein, wir dürfen uns jetzt mit diesen Mistbiesern so richtig totschlagen wahrscheinlich. Na gut, probieren wir unser Glück. Vielleicht treffe ich sie ja doch irgendwie. Erstmal das rote Kraut schnappen, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und gleich verbinden. Jetzt habe ich echt gleich hier ein... Ich meine, wenn ich gar nicht treffe, ich habe ja immer noch eine andere Waffe im Petto, ne? So, aber nun weiter. Und mit den Hunden spielen. Ich freue mich gar nicht. Vielleicht kann ich... Oder wisst ihr was? Ich renne durch. Ich renne einfach wie eine Bekloppte durch und mach die nicht. Die kommen, genau, die kommen ja erst von hier gesprungen. Schnell, Claire, du musst doch da runter. Der Gullideckel ist auf, eine Leiter führt hinab. Gehen Sie runter? Ja. Ah, gut. Ich mach die jetzt nicht. Hab ich ganz vergessen, die springen ja erst ins Spielfeld rein. Das verführt natürlich. Ach, wisst ihr was? Jetzt merke ich gerade, wir sind so nah an einem Speicherpunkt. Der Part ist auch noch nicht fertig. Das war eine... Mal wieder eine sinnfreie Abmoderation und Anmoderation innerhalb eines Partes. Aber hey, da ist ja schon das, was ich mir erwünscht habe. Das kennen wir natürlich noch von Leon, der war mal kurz da, denkt, ach ja, schön, da ist ein Speicherraum und sonst ist hier nichts. Ich kann euch schon mal so viel versprechen, bei Claire wird es dort mehr geben. Komm, wir speichern jetzt einfach. Das nächste Mal dann. Aber diesmal wirklich bei Resident... Zwei.